Brandt, Besuch aus Deutschland. Das Hotel in Venedig war es, was man einen Geheimtipp nennt. So geheim, dass sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer die gleichen Menschen dort trafen, nur sie trafen ein. Was auffiel war, dass diese Gäste nicht alterten. Sie wurden keinen Tag älter, als sie es bei ihrem allerersten Check-in gewesen waren. Das Hotel warb mit Thermalquellen, nannte sie gar Jungbrunnen, und doch hatten diese so glücklichen Umstände keinen Einfluss auf das Personal, welches nicht nur mit jedem Jahr gebrechlicher wurde, als es sich geziemt hätte, vielmehr verzog sich ihr Alterungsprozess in beinahe unanständiger Hast, sodass der Gegensatz zwischen Gästen und Bediensteten ein diametraler wurde. Man behielt darüber ein strenges Stillschweigen. Zu unerhört schien diese merkwürdige Angelegenheit. Nicht einmal engste Freundinnen oder Familienmitglieder gaben dieses Geheimnis preis. Die nicht bestechliche Zeit selbst jedoch, wie hätte es anders sein können, verriet sie nach einigen Jahren ohnehin. Das vorzeitige Altern der Hotelmitarbeiter fiel hierbei weitaus geringer ins Gewicht als die unheimliche Abwesenheit jeglicher Hinweise auf ein natürliches und angemessenes Altern bei den Hotelgästen. Was man nicht wusste war, wie hätte man dies auch nur erahnen können, dass einer der ersten Gäste gleich zu Beginn der Eröffnung niemand geringerer war als der Herr Wolland persönlich. Er trat, wie man es von ihm bereits kannte, wenn man sich mit ihm und den Dingen, für die er stand, befasst hatte, in steter Begleitung eines riesigen hässlichen Katers, einer auffällig bleichen, grünäugigen schönen Frau und zwei weiteren Gesellen, deren man sich nicht so gern erinnern mochte, auf. Der Meister Wolland, selbstverständlich war dieser ein Deutscher. Das war nicht der einzige Grund, warum ich mich ungern mit ihm anlegen wollte. Bei weitem nicht der einzige. Wolland, ursprünglich ein Meister aus Deutschland und ein stetig Reisender. Man traf ihn in Palästina, am Schädelberg verweilte er, sah über Rom und über die Stadt Jerusalem, ebenso wie über Königsberg. Er gab sich in Russland, unfreiwillig, an dem Moskauer Patriarchenteich zu erkennen. Kurz und gut, er war immer und überall, überall und immer. Warum denn nicht auch eben in jenem Hotel in Venedig? Gut ist allerdings ein Wort, welches man nicht in zeitlich oder räumlich nahem Zusammenhang mit Wolland nennen sollte. Allein schon seinen Namen aufs Papier zu bringen, bringt mich möglicherweise in größere Gefahr, als es diese Geschichte wert ist. Andererseits ist es nicht jedes Opfer wert, um die Wahrheit am Ende ans Licht zu bringen. Ich kann es nicht sagen, denn ich habe Angst vor Wolland. Jeder sollte Angst vor ihm haben. Doch wäre er mir für eine Weile, was in Menschenjahren lang sein kann, gnädig gestimmt, wäre ich mit Sicherheit ebenfalls auf der Seite der ewig Jungen und somit glücklich. Ich bin nicht glücklich. Sprach da der riesenhafte Kater zu mir, worauf ich mir etwas Hochprozentiges einschenkte und aufhörte, über das Hotel in Venedig zu schreiben. Vielleicht hole ich es nach, in einigen Jahren. Noch, leider ist es so, fehlt mir der Mut. Am Ende, sonst finden all die schönen Jungen und die Alten zu gleichen Teilen ihren Tod. Und das nur, weil Wolland seine Spuren verwischen möchte oder weil ihm einfach danach ist. Derweil klappern die uralten Angestellten des Hotels mit ihren Tassen, Tellern und Knochen zu gleichen Teilen. Die schönen Jungen baden im Thermalwasser und die unglückliche, hässlich riesige Katze steckt von Zeit zu Zeit in den Gärten vor dem Hotel etwas in Brand. Aus Boshaftigkeit, Unglück oder Langeweile, wie ich vermute. Mom!